Ich habe es mit circa 5 Jahren erfahren, oder 4 Jahren, und seitdem gab es für mich kein anderes Thema so richtig zu Hause als Beschneidung hier, Beschneidung da. Ich wurde im Wohnzimmertisch beschnitten. Also das war so ein 80 mal 30 cm Glastisch. Auf so einem Glastisch eigentlich auch super gefährlich. Ich war da drauf von der Decke gelegt, meine normale Schlafdecke. Und ich wurde draufgelegt. Dann haben meine Eltern sich dagegen entschieden, dass ich beschnitten werde. Vorübergehend, weil ich zu sehr Angst davor hatte. Und ich wurde dann mit 10 erst beschnitten. Ich habe eine Spritze bekommen und das war so eine also zwei Schnallen kamen dran und man hat das sozusagen rausgedreht, sag ich mal. Das ist, glaube ich, etwas moderner gewesen damals. Valla şöyle söyleyeyim, Allah herkese yaşatsın. Bundan daha mutlu bir gün olmaz herhalde. Evlatlarımızın her zaman böyle mutlu görmek isteriz. Yani her zaman böyle gururlu, onurlu olmak isteriz. Başka şimdi. Ich denke wirklich, dass das Hauptproblem ist das moralische Problem der Körperverletzung und der Selbstbestimmung. Deshalb ist die Beschneidung auch für mich letztendlich ein Dilemma. Es ist halt schwierig, weil wir reden halt über Religion und Tradition. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo sich viele Menschen einfach auf dem Schlips getreten fühlen. Und ich bin nun mal jetzt jemand, der wenig religiös ist. Und ich aber Verständnis mitbringe für Menschen, die sagen, mein Glaube ist mir sehr, sehr wichtig. So. Jeder sollte darüber einfach selber entscheiden, möchte ich beschnitten werden, möchte ich nicht beschnitten werden. Das Problem ist halt, dass wenn man das bei Kindern macht, Kinder sind halt von der Psyche her noch nicht so ausgereift wie ein erwachsener Mann. Das heißt, bei Kindern gibt es ein gewisses Traumatisierungsrisiko. Ganz objektiv, Kinder können durch solche Eingriffe, die sie nicht verstehen, ein Traumata erleiden.